Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir das Elite-Monster Xenabonk erledigt, noch zwei Katzen gefunden und ja, in dieser Folge werden wir auch wieder Elite-Monster erledigen und Sachen finden. Ja, das ist okay, nee, nein. Irgendwas muss schon hier benutzt werden, hallo. So, ich bin jetzt gerade ein bisschen blöd gelaunt, weil ich habe gerade den letzten Part vor 5 Minuten aufgenommen. Und wie sich herausgestellt hat, ist da der Ton von meinem Mikrofon nicht aufgenommen worden. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt klappt. Es müsste eigentlich klappen. Ich reg mich jetzt gerade hier so richtig auf. Ja. Ich hoffe, ich gehe irgendwie so mit der Nachkommentierung hin. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll, aber irgendwie werde ich es da wohl schaffen. Hab ja keine Wahl. Ich möchte das schon irgendwie kommentiert da lassen. Und ja. Alles scheiße. So, wir suchen jetzt den in der Talyshöhenstraße. Kein Ding. Ja, ich wollte das jetzt nicht nochmal alles aufnehmen, weil so viel Menüarbeit, die ich gemacht habe, dass, ja, dann hätte ich wieder alle Sachen hier irgendwie verkaufen sollen, dann hätte ich wieder Geld zurückzahlen müssen, dann hätte ich wieder dies und das machen sollen und darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Lust. Deswegen versuche ich das irgendwie nachzukommentieren und ihr werdet das ja schon längst gesehen haben und wahrscheinlich jetzt denken, was redet der, hat doch alles geklappt und so. Aber, naja. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich muss dann, glaube ich, irgendwie einfach den Ton separat aufnehmen, drüber schneiden. Das dürfte ja kein Problem sein. Habe ich noch nie gemacht, deswegen bin ich sowieso sehr verwirrt. Aber egal, das ist jetzt vollkommen egal. Wir kämpfen jetzt gegen dieses große Pflanzenviech, was wir tot machen müssen. Und ja, keine Ahnung, was ist. Den Xenabonk haben wir ja auch irgendwie so vollkommen random eigentlich gefunden. Aber ja. Weiß nicht, oder haben wir das schon mal gesehen? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal hier rein. War ich schon hier drin? Ich weiß es nicht. Nein, waren wir nicht. 5200 Geld. Ja. Da hinten ist schon Fort Gandala, ne? Ja. Da komme ich hier hoch. Ach, da. Mein Gott. Ich kann heute gar nicht so viele Parts aufnehmen. Ich kann, glaube ich, nur zwei Parts aufnehmen. Voll kacke eigentlich. Oh, ich habe nur einen Reserve für Montag, also müsste eigentlich welche bereit haben. Ja, zwei müssten dann aber erstmal reichen, dann muss ich irgendwann wieder mit in der Woche aufnehmen. Und wo ist das Viech? Da hinten ist das, oder? Mein Gott, wie groß das vom Weiten aussieht. Na. Ich habe jetzt absichtlich ihn noch mitgenommen, weil ich habe irgendwie herausgefunden, wie das mit seiner Partnerfähigkeit geht, das habe ich irgendwie vorher nie verstanden. Man muss am Boden liegen und dann kann er einen verteidigen, so wie ich das mitbekommen habe. Dann habe ich irgendwie mal so kurz mich informiert im Internet, wie man das so am besten triggern kann und ja, wir sind jetzt im Kampf und das geht eigentlich ganz einfach. Am besten sollte man da Jude nehmen. Okay, sehr gut. So, hau mich mal um, wenn es geht. Nein, verdammt. Komm her. Ich habe, glaube ich, Totstellen ein. Na, du Penner. So sollte halt eigentlich nicht gehen. Jetzt bin ich echt tot. Ach ja, Gaius hat so eine Wiederbelebungsding. Genau. Habe ich auch erst letztens bemerkt. Geil. Komm mal her, Gaius. Wenn es geht, hau mich mal kurz rum. Und ich habe keine neuen Objekte gekauft, das heißt, ja, super. Sollte vielleicht nicht hier machen, in dem Kampf. Ich werde mich doch irgendwann mal kaputt hauen. Ja, egal, mache ich irgendwann so. Aua. Na, guck mal her. Okay, vielleicht nicht so. Mit den Waffen. Du hast keine Dingsschwäche, keine Schwertschwäche. Haben normalerweise solche Pflanzen. Meine Güte. 51 Treffer. Na klar. Hey, das sah geil aus. Jetzt hätten wir so ein Dings gezogen. So ein Kreis. So eine Linie. Ja, Kreislinie hat es schon so. Kann man leicht verwechseln. Da, Ritterlichkeit oder wie auch immer hat hieß, wurde aktiviert. So, komm her.
Link Charge! All right. Phalanx! Link Charge! Komm mal her. Swallow Rage! All right. Link Charge! I won't look left! It's time! Komm mal her. Der hat sogar den gleichen Dings gehabt wie im ersten Teil. Er hat sogar gleiche Cut-In. Wie geil. Ach ja, übrigens, die Kampfmusik kann man auch ändern, wenn man die Klamotten aus dem ersten Teil anhat. War irgendwie aber nicht so, als ich das irgendwann mal ausprobiert habe in der Aufnahme. Hatte ich so ein Gefühl. Vielleicht war der eine Splitterdimension war. Was zum? Er hatte so ein rotes Ausrufezeichen, so wie bei einer Mystic Art. Sehr gut, komm her. Oh. Kannst du es wagen? Gaius, komm mal her. Ja, Ritterlichkeit. Wenn man am Boden liegt, dann wird das aktiviert. Warum sagt mir hat denn niemand? Na super. Oh, schon kaputt. Job well done. I prefer medium rare. Sehr gut. Ja. Kraftgeber, sehr gut. Aber ich hoffe wirklich, der Turm wird alles mit aufgenommen. So, Trigav. Damit haben wir, glaube ich, jetzt einen weiteren Dings bekommen. Wie nennt man das? Marke? Titel? So, Titel ja für Missionen, ihr wisst schon. Würde ich sagen, dann können wir auch mal. Sehr gut, haben wir wieder. Ja, Titel-Dings haben wir jetzt bekommen. Dann können wir jetzt hier mal ein paar Missionen machen. Auftrag der 4 zum Beispiel, Gaius Klos, die haben wir. Wir haben jetzt selber Abzeichen. Dann können wir, ja, das weiß ich nicht. Ja, das können wir abgeben, mysteriöse Perle, dann kriegen wir Silberwürfel. Okay, was ist das? Silberwürfel. Erhöht die Chance beim Pokern einen Joker zu bekommen. Wo kommt man Pokern, ne? Ja. Ja, der Typ hat ja irgendwie so eine irgendwas angedeutet, aber pokern können oder so, glaube ich. Die wir jetzt eine Maske gegeben haben, aber trotzdem. Machen wir mal jemanden in der Banauer-Höhenstraße kaputt. So einen. So, vom gleichen Schlag. Lichtspielsporen, Ex Machina, das haben wir, glaube ich, auch. Gehen wir mal zur Banauer-Höhenstraße und hauen mal schnell einen kaputt. Ja, Banauer, hier. Irgendwo, hier. Mach mal schnell einen so einen Typen kaputt. Wo ist er? Wo sind wir? Da ist er, den, nee, da ist er mit dem Dings. Mit dem Stab. Geh weg. Und mit dem Schild. Wo sind diese Bastarde? Da unten, die schnapp ich mir. Ich schneide den Burschen auf. Ja, von wo ist das? Boah, Tales of Skiller 1 Musik. Geil. Wie Abwehren brechen. Ah, ist gut. Na, verdammt. Ah. Na, kommt her. Ist auch stark die Form. Wie kannst du es wagen? Und du auch. Bams. Zack. Bams. Hey, okay. Oh, alte Siegesfanfare. Okay. Oh. Ich hab schon wieder was zum Zurückzahlen. So. Einfach so eiskalt mitgenommen. Dann gehen wir mal nach, weiß ich nicht, ne, da müssen wir hin. Da müssen wir auch hin. Aber das ist eine Mission. Gehen wir mal zu den Vieren.
Warte mal, war doch gerade was. Wie das Schrein konnten wir doch gerade besuchen. Okay, dann nicht. Hä? Ich will ein paar Nebenquests erledigen. Wo kann man pokern? Irgendwo muss man pokern können, wenn ich schon so einen Würfel bekommen habe. Wo ist das noch nicht? Ja, wir haben den Typen so eine Maske gegeben, damit er so ein Pokerface oder so bekommen hat. Da wurde irgendwie so mal angedeutet, glaube ich. Streifter Hut. Das ist Ausrüstung, oder? Marksburg, Brücke der Einheit, Mila Schrein, Innenbereich, Gaius Klos mal 4, haben wir doch. Warte mal. Ich muss Mila dabei haben, kann das sein? Nee. Mila und Gaius, Ludgar, Mila und Gaius. Okay, dann kann ich die Mission machen. Okay, dann. Ja, Auftragsbörsen sind richtig geil. Wir wissen's, Mila. Wieso gut? Das fand ich sehr elegant, dafür aber recht praktisch. Wäre gut für Dingens. Ja. 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 Überhaupt mal gesehen, wie Rowan aussieht. So, Mila. Deswegen wurde auch hier erst gezeigt, aber als ich unterwegs war, war nicht. Ein Ausrufezeichen, weil ich Mila ja nicht dabei hatte. Hab schon, okay. Meine Katze ist zurückgekehrt, okay. Wir haben jetzt in jedem Gebiet hier ist meine Katze gefunden, ne? Und da ist jetzt nur noch. Je nachdem, wie viele Orte noch kommen, für uns nur noch 8 Katzen. Bestimmt so 3-4 Orte kommen dann noch. So ungefähr. Bitte entschuldigt, dass ich euch alle hab warten lassen. Tut mir leid, dass ich dich darum gebeten habe, mir den Gaius-Kloß zu bringen. Nur das Geisterklima dieser Region ist stabil genug, um es zu gestatten, Form anzunehmen. Schon gut, aber warum wolltest du überhaupt ein Gaius-Kloß haben? Dank Mila haben wir die Freude des Essens kennengelernt, daher wollen wir mal einen ausprobieren. Wir haben jede Menge Gerüchte über diese Klöße gehört. Wirklich? Was sind für Gerüchte? Im Gegensatz zum ganz, im Geschmack ganz groß, der Gaius-Kloß. Berühre ihn, streichle ihn, iss ihn, teile ihn. Zwei Lage Süßes, eine saure Schlicht, dieses Schmankerl, widerstehst du nicht. Okay, egal. Dummerweise bekomme ich diesen Obwimmer jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Das ist das Lied, das Bingo sich ausgedacht hat. Verdammt! Keine Zeit für Reim oder Wortspiel, ey. Nimm dir so einen süßen Kloß, das rate ich dir. Ludger, ich glaube, das ist unser Stichwort. Gib ihm den Kloß. Meine Rede, wenn sie nur damit aufhören, diese beklopptes Lied zu singen, das ich dauernd weggedrückt habe, aus Versehen. Sind die köstlich, mit einem Hauch Zimt, eine Prise Muskat und solch einen vollmundigen Abgang. Der saftige, dekadenteste Leckerbissen, den ich je genossen habe, der perfekte Abschluss für jede Mahlzeit. Ein solch abgerundeter Geschmack, süß, dann herb, dann wieder süß und dann... Und war das nicht ein Hauch Orangenschale? Ja, ja, es ist Orangenschale. Und ein solch nahrhaftes Dessert, es ist äußerst sättigend, wenn man bedenkt, dass es so klein ist. Ein Zuhause und eine Süßspeise ist wohl kaum ein Zuhause. Dieses Produkt erhält meine volle Unterstützung. Das ist ein Knüller. Ist das nicht schön zu hören, Gaius? Ja, wunderbar. Aber ich muss euch dennoch fragen, ist das wirklich der Grund, warum ihr uns hier hergerufen habt? Nicht der einzige, nein. Unsere wahre Absicht hängt mit dir zusammen, junger Ludger. Es gibt da etwas, das wir sagen müssen, Nachkomme von Kresnik. Gemeinsam mit Mila haben wir dich die ganze Zeit über beobachtet. Du hast so viel durchgestanden, von Origins Prüfung bis hin zu Kronos. Im Namen der Geister wollen wir uns entschuldigen. Es tut uns leid. Wir möchten unser Bedauern zum Ausdruck bringen. Trotz deiner kleinen Statur hast du vorbildliche Stärke bewiesen. Willensstark, aber nicht starkköpfig. Gutherzig, aber nicht leicht zu manipulieren. Und du hast Rückgrat, zumindest ein Menschen großes Rückgrat. Ich denke dir, unsere Kraft zu leiden ist keine falsche Entscheidung. Mila, wir vertrauen auf, dass unsere Kraft zu nutzen wirst, Ludger zu führen und Origins Prüfung zu bestehen. Dennoch glaube ich, dass Mila und wir hätten es echt auf keinen Fall, wir brauchen Ludger ebenso. Die vier scheinen dir einen Gefallen gefunden zu haben, Ludger. Mag sein, aber Ehre wem Ehre gebührt, in Ordnung, sie mögen dich nur aus dem Grund, mein Junge. Wegen meiner Klöße, natürlich.
Was? Natürlich, Gaius. Hat auch niemand was anderes gesagt. Bestätigung der vier, ja. Geister, Xillia Outfit, ach. Feuerseele, Mila, Erdseele, ach, können wir jetzt die vier rufen? Konnten wir halt nicht vorher auch schon? Na klar, hä? Was? Schwör undem, den großen Geist des Wassers, um Gegner im Schlafen Lanzen aus Ultra-Hochdruckwasser zu durchbohren. Mein Gott, was? Da können die nochmal Gegner mit seinen Drehungen zu überwältigen. Okay. Nehme ich an. Ifrit. Ifrit 2. Dingens. Sylph 2. Undin 2. Und Gnome 2. Weil, warum nicht? So, dann können wir das auch abgeben. Dann müssen wir nach Marksburg, ohne hoffentlich irgendwie die Story voranzutreiben. Solange ich nicht irgendjemanden anspreche, wird das ja wohl gehen, ne? So, weiter Cowboy-Hut, da brauchen wir Ludgar, Jude und Alvin. So. Okay, dann müssen wir nach Marksburg. Ehrlich? Erledigung melden. Marksburg, Brücke der Einheit. Okay, ich hoffe wirklich, wir tun nicht die Story weiterführen. Aber ich muss ja mit irgendjemand sprechen und dann sagen, ja, Story soll weitergeführt werden. Ja, das ist da, Gott sei Dank. Habe ich jetzt eigentlich schon geguckt, die Bedeutung der Süße. Okay. Elise, Leia, I'll be blunt. That sounds far too sweet. Too much sweetness can make you nauseous. There's nothing wrong with a little sweetness. Well, maybe you're just too bitter. Trust me, I'm older than you. You will only regret this afterwards. You mustn't be swept away by the pursuit of fleeting pleasures. I understand your point, but still. Luker, what do you think? Is sweetness so bad? Nein. Wenn ich euch beide angucke, nicht. Ist Süße so schlimm? Es gibt doch nichts gegen ein bisschen Süßes einzuwenden. Ja, natürlich. Yes, exactly. The sweetness of fruit is a nice start, but that doesn't mean it can't be approved upon. We're still young. We should be chasing our dreams. That means puddings and chocolate and ice cream. So what if that adds on a calorie? Or two or several thousand? I regret it. Much? Huh? We've been debating what dessert we want you to make for us. I wanted something that would highlight the simple, natural sweetness of fruit. However, you said there's nothing wrong with embracing sweetness. So here's what we've decided. We want a chocolate cream cake with a pudding center served all mode with sprinkles and ice cream. Okay. Ja. Wir geben jetzt erstmal die Mission ab. Und dann gucken wir weiter. Und Objekte sollte ich mir vielleicht auch kaufen. Ein paar neue. Bams. Zack. Hat gerade mal so gereicht. Hallo Markus, geht's dir gut? Ach, der Typ, genau. Wenn du mit gut gehen meinst, dass ich vor lauter Schufterei bald ein frühes Grab finde, dann geht's mir prächtig. Hör schon auf, dich zu beschweren. Wesens hast du einen Ort, an dem du eine Weile untertauchen und dich verstecken kannst. Ja, sonst wäre ich jetzt im Knast. Natürlich bin ich dankbar. Du hast so viel für mich getan. Jetzt fang nicht wieder damit an. Halt dich einfach bedeckt und arbeite hart. Ich weiß. Es ist schwer, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, aber ich werde es schaffen. Ich will hart dafür arbeiten, um eines Tages aus diesem Leben rauszukommen. Es wird eine Weile dauern, aber ich werde es hinter mir lassen. Du wirst schon sehen. Wir beide sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ja, ich weiß. Wir haben dir etwas mitgebracht, Markus. Es ist von Vera, von dem Spyros AG. Kennst du sie? Was? Von Vera? Ich kann nicht glauben, dass sie endlich geantwortet hat. Geantwortet?
Hier ist Vera. Habt ihr ihm das Zeug gegeben? Ja. Dann richtet Markus bitte Folgendes von mir aus. Nein, das ist alles. Vera, Ende. Nein! Markus, du hast doch nicht. Doch. Es war lieber auf den ersten Blick. Ich habe ihr seitdem jeden Tag einen Brief geschrieben. Immer das Gleiche. Bitte geh mit mir aus, meine Prinzessin. Mann, Mann, was habe ich dir gesagt? Ja, ich weiß. Was soll ich sagen? Ich bin ein hoffnungsloser Romantiker. Eine gequälte Seele auf der Suche nach dieser Verbindung, die stärker ist als jede kosmische Kraft. Hals über Kopf und das alles. Gib mir auch was von diesem Zeug da, ja? Nur ein Schluck oder zwei. Mein Herz ist mehrfach gebrochen. Es ist ein komplizierter Bruch. Das tut weh. Ich brauche einen Drink, Mann. Ich brauche einen Drink. Tja, ich bin ziemlich sicher, dass ich dir jetzt nicht zu trinken geben werde. Komm schon, nur einen Schluck. Du kannst dafür diesen coolen Hut haben. Was zum... Ich will deinen Hut nicht, Markus. Du musst dich zusammenreißen, Kumpel. Nun, das erklärt dann wohl, warum Vera uns geschickt hat, um Fusel zu liefern. Wird er wieder? Du brauchst offensichtlich Trost. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich der Richtige dafür bin. Hier ist etwas Ex Machina, aber nur ein Schluck. Oh Mann, du bist der Beste. Brüder fürs Leben. Das ist auch schön, Bro. Überhaupt. Veras Bestätigung. Warum Vera? Okay. Und abgeben. Dann nochmal nach Triglyph gucken. Ob ich was bekommen habe wieder. Ich bin mir gar nicht sicher. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge. Bams. Mach mal hier. Ich kann schon wieder diese Mission hier. Oder diese hier. Ich habe keine Lichtpilzsporen, wenn ich mich nicht irre. So, Katze. Ich hab gar keinen geschickt, ey. Das bringt's jetzt voll, danke. So, dann gehen wir mal noch zum Dingen, zum Briefkasten. Bestätigen. Zack. Wachtmeister, Nahkampfhazard. Freundschaftstrank, da kann ich mal ein paar verballern. Und zwar an Yuse und Gaius, glaube ich, weil die immer am wenigsten haben. Jo. Dann schluck das mal. 2 für Gaius. 2 für Muse. Und ja. 1 für Leia jetzt, weil sie jetzt am wenigsten hat. Zack. So. Wachtmeister. Warum nicht Waldmeister? Wo ist das? Nahkampfhazard war das, ne? Ja. Kassiere bei der Abwehr physischen Angriff nur einen Schadenspunkt. Bei vielen Abwehr aber doppelt so viele Schadenspunkte. Nein. So, dann, ja, haben wir wieder hier alles erledigt. Und die Quests mindern sich jetzt auch langsam. Finde ich gut. Deswegen, ich sage, wir können jetzt hier Feierabend machen. Können ja schon mal annehmen. Und den muss ich dann irgendwie offscreen mal finden. Na gut, dann gehe ich zum Speicherpunkt wie gewohnt hier. Und sag dann, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.